Das ist ja irgendwas mit Klappauter. Oi. Achso, nein, warte, ich möchte da ein bisschen näher ran, damit man das so sieht, wie die schlafen. Schaut, man träumt schon voll. Ja, Salomon hätte sich ein bisschen niedlicher hinlegen können, irgendwie. Oh, schaut, man digitiert. Es ist nicht Greymon. Ich nehme mal an, es ist Red Vedramon. Das wäre der schlimmste von allen. Haben wir aber noch nie. Ja. Was kommt du aus? Oh ne, Red Vedramon. Hab ich doch gesagt. Ja, wir hatten schon gesehen gehabt, dass es zu Omega Schautmann werden kann und das ist das oberste gewesen. Aber wir wussten jetzt nicht, welche Werte wir dafür hatten, weil wir ja kaum Werte kannten. Ist aber lange digitiert zu Gasumon. Wir hatten die Werte, wir hatten die Schlüsselpunkte. Wir hatten trotzdem die Schlüsselpunkte voll. Dann. Okay. Da, da doch. Ja. Ja. Bei welchem Spiel war das immer, wo es immer so Miau gemacht hat und das dann... Warum immer bei Gatomon das Bild, Mann? Hm. Hatten das so Miau immer gemacht gehabt? So, ach ja, das war bei All-Star Rumble. Oh, da ging mir diese englische Synchro so auf den Keks. Macht das Sinn? Nein. Nein. Also auf den Keks einfach. So wirklich dieses Miau. So richtig tusselig. Hey. Und, ach, ich weiß nicht. Ja, genau das. Ich mache jetzt einfach nochmal ein bisschen TP. Ja, das Problem ist, ich kann ja jetzt sowieso wieder nirgendwo hin. Doch, warte mal, ich kann ja gleich mal nach dem Fleisch gucken. Könnten wir ja eigentlich schon nah dran sein. Zumindest mit dem besten Fleisch vielleicht. Das waren, glaube ich, 10, oder? Das sind auch 20. Okay. Ich glaube, ich rede jetzt den ganzen Part so ein bisschen tot. Ja, es gibt Skullgreymon, glaube ich. Wobei, nee, oder? Doch, muss es geben, doch. Und Wizardmon gibt es auch. Haben wir sogar in der Stadt. Ja, den haben wir ja in die Stadt schon geholt gehabt. Na gut, da weiß ich nicht, ob er das mitbekommen hat. Genau, Sorcerymon gibt es auch, aber das wird hier Sorcemon genannt. Weißt du gar nicht warum. Der Barry, du bist doch so süß mit dem Beantworten, danke. Und wie gesagt, also Skullgreymon muss es auch geben, weil man hat ja auch gesehen, wir haben es noch nicht gesehen. Beziehungsweise ihr. Eventuell, Dukemon weiß es bestimmt gesehen, schon. Ja. Deswegen finde ich in dem Punkt auch ein bisschen doof wegen Metallgreymon Blau, eigentlich Virus. Weil Skullgreymon reicht doch eigentlich als Böses. Ja, wobei die Virus-Variante von Metallgreymon hätte ich schon noch drin gehabt wegen World. Ja, aber das Problem ist, im World ist es wirklich die Virus-Variante. Hier dagegen ist es einfach wirklich blau. Aber es ist trotzdem Virus, oder? Ja, aber es ist blau. Es ist ziemlich hässlich. Also, so blau. Wir gehen davon aus, dass du das schon weißt wegen Skullgreymon. Genau, und Kota, die Sache da. Ohne jetzt zu spoilern. So, Geld. Wir haben voll viel Geld hier. Ich könnte mal gucken. Ich kann mir eigentlich auch mal was kaufen, ne? Ja, natürlich gibt's auch das blaue Vedramon drin. Ja, hier gibt's auch ein goldenes. Ja. Ich hätte Warum mir gibt's dann eigentlich Master Vedramon nicht? Oder Black Vedramon? Das gab's auch in dem Spiel. Der 1-Tamer. Was? Quasi wie Master Tyrannomon. Das ist einfach nur größer. Wahrscheinlich. Davon höre ich gerade zum ersten Mal. Ja. Was bitte? Och nein. Noch so ein andersfarbiges Geramon. Ja, ja nee, klar. Ist klar. Ach man, leck mich doch. Wie gesagt, warum? Und ja, sie weiß es. Ja. Man hätte, wie gesagt, Master Vedramon und Black Vedramon auch noch reinholen können. Aber wie gesagt, also von Black Vedra wusste ich ja, aber Master... Es ist genauso unsinnig wie Master Tyrannomon. Das ist einfach nur ein Dark Tyrannomon in Fett. Im Prinzip, ja. Im Prinzip. Aber es taucht im World schon auf. Ich nehme den Future Mode. Also das beste Vedramon, ich weiß nicht. Ich finde der Aero Vedramon ist cool. Zero! Ja, sowieso. Zero Mode! Weil ich finde der Aero Vedra ist halt irgendwie. Nee, hier war ich ja schon. Es ist schon irgendwie. Ich weiß nicht, ich finde es eigentlich cool. So mit den Flügeln und so ist auch ziemlich groß. Ja. Aber das Beste von Vemons Evoline ist für mich Flamedramon. Das sieht selbst beim Kacken cool aus. Und Paledramon ist auch cool. Wo wollte ich denn jetzt hin? Ja, ich wollte zum Sender. Genau. Ey, was heißt Original in der Adventure-Serie? Es war halt der Manga. Schreibe ich ja gerade. Genau. Aber ja, es war halt sein Partner und... Deswegen hat man sich wahrscheinlich in Adventure 2 für Vemon entschieden, aber hat ihm Ex-Vemon gegeben, um eine Ähnlichkeit zu haben, aber doch was anderes. Vemon ist doch das einzige Adventure 2-Digimon, was in Japan gut ankam.
Achso, nee, ich wollte ja erstmal gucken wegen dem Fleisch. Du hast ja ein bisschen auch abgelegt, ne? Hatte ich, genau. Gut. Ich sage übrigens mal für diejenigen, die so an sich gegen Manga eigentlich nichts haben. Gut, da haben wir nämlich jetzt genug. Gut. Nur das beste Fleisch glaube ich noch nicht. Warte, wo sind wir? Doch, könnte hinkommen. Ich muss erst mal suchen, jetzt doch mal sortieren. Da ist es doch, haben wir auch. Ah, super. Genau, richtig. Und in Japan gibt es wie gesagt 9 Bände. Ich empfehle übrigens auch den nächsten Manga. Wollte ich nämlich gerade sagen, wenn man jetzt so... Anne, für sich sind die Digimon-Manga so ein bisschen... Ja, ich kann doch da auch hingehen. Sind die Digimon... Entschuldigung. Die Digimon-Manga sind eigentlich schon recht cool, aber am besten sind eigentlich schon V-Tamer 01, Next, das hat 4 Bände. Teilweise ist tatsächlich auch der Digimon-Crossroads-Manga ganz nett. Da gibt es eine Zusammenfassung auch auf Digimon's World, auf der HP, hat der Lobo mal gemacht, der hat die Bände ja. Und hat auch eine Zusammenfassung geschrieben. Ja, so eine richtige Zusammenfassung und so. Und ja, es gibt auch eben zu Endcode, der ist eigentlich auch ganz cool. Auch wenn ich noch nicht viel davon gelesen habe. Haben ja nur Band 1. Ja. Und ab Chapter 11 ist es ja nur online. So, okay, gewesen. Jetzt wollte ich aber hier wieder hin, genau. Da war noch Chapter 11, ne? Wir wollen das ja auch irgendwann mal alles übersetzen. Aber da braucht man dann auch ein paar Leute mehr, ne? Und zuverlässigere. Ja, dann würde auch endlich der Sub wegen Epsilon weitergehen, weil ich bin momentan der Einzige, der das übersetzt. Aber wir haben ja dafür auch noch die Filme im paar gesagt. Ja. Wobei wir die ersten beiden noch mit Blu-ray-Qualität hinterherwerfen wollten. Stimmt. Setze mich die Tage auch dran. Timing muss man nochmal kontrollieren. Wie findet ihr eigentlich den Ost? Oder hattest du das schon mal gefragt? Nee, ich glaube nicht. Ah nee, ich muss ja gleich wieder da kämpfen, ne? Oh Mist. Nicht unbedingt. Klar muss ich da wieder kämpfen an der einen Stelle. Das ist, ja, okay, stimmt, das glaube ich das einmal. Das habe ich jetzt so gar nicht eben bedacht. Mein Gott, ey. Ist das blöd. Ja, nee, dann kann ich da jetzt so nicht hin. Dann muss ich mir das, warte mal. Doch, ich kann was anderes machen. Was denn? Das ist natürlich Geld verbraten, das ist scheiße. Das ist... Aber was soll's, ich wieder rein. Ich könnte doch hier hingehen und dann zurück. Dann bin ich zumindest dabei. Na, Tyrannomon, wenn Nein. ich zurückgehe. Du musst, um nach Tyrannomon zu kommen, musst du auch da hoch. Aber dann, wenn ich doch da hinfliege. Ja, aber für Goblimon hättest du gar nicht kämpfen müssen. Okay, aber für Tyrannomon. Für Tyrannomon hättest du kämpfen müssen. Ja, deswegen, ich will Tyrannomon da aber hinholen. Das ist jetzt auch Feuer. Kannst du daher aber nicht mit. Warum? Wenn ich da in diesem Defekt-Ex-Maschine bin, dann hinten da rausgehe, komme ich doch da wieder hin. Dann kommst du beim Palast raus. Ach so, und wo war das dann? Dann das? Nein, da kannst du gar nicht hinfliegen. Toll, aber dann hättest du mir das eh mit Goblimon vorher sagen. Er ist mir ja gerade erst wieder in den Sinn gekommen. Okay, dann solltest du nicht so viel im Chat lesen. Dann wäre das auch nicht passiert. Darum ging's doch gar nicht. Wir haben uns gerade allgemein unterhalten. Also wirklich. Grau. Ha, ha, ha. Diesen normalen Manga, da meinst du bestimmt den Anime-Comic. Und da gab's 6 Bände. Und diese 6 Bände sind doch alle auf Deutsch erschienen. Die fand ich eigentlich ziemlich blöd. Da kann ich mir auch den Comic kaufen. Ist ja im Prinzip dasselbe. Obwohl ich einen Band mal auf dem Flohmarkt gekauft habe. Und V-Tamer ist halt ein richtiger Manga. Und dann gab es eben noch danach Digimon Next. Chronicles sind nur kleine Chapter. Dann gibt es eben noch Digimon Crosswords. Encode. Auch ein One-Shot-Chapter eben noch hier. Digimon... Cyber Sleuth. Ja, aber vorher auch noch hier. Come on, Digimon ist ja mit da drin. Simon. Ja, oder Simon meine ich. Come on. Nein, eigentlich Come on. Genau. Ich nenne trotzdem Simon. Und jetzt noch zu Eplimon. Ich glaube sogar 2. Naja, ich weiß nicht. In Adventure 2 persönlich haben sie mir zu viel... Nicht. Warum nicht? Weil das das ja, ja, ist ja gut. Gott. Ich mein's nur Ja, gut. Dann sag doch einfach nur... Nicht. Sag einfach nicht, du weißt warum. So, ist besser. Du kannst es ja erklären. Ja, nee, ich kämpf nicht gegen dich. Ich gehe hier in die Höhle. Also ich finde, wie gesagt, Adventure 2, da haben sie zu viel, naja... Zu viel probiert, nichts hingekriegt. Aber ich finde so eigentlich Aquilamon oder Halsmon, Flamedramon, so sind ja eigentlich auch noch ganz cool. Joa. Und gerade Wormon hat man da so richtig scheiße behandelt. So, ja, guck mal, Stingmon und dann bist du ja nur für Wemon da. Dann brauchen wir dich nicht mehr. Deswegen sage ich ja, das Digital Card Battle, das ist eigentlich ein cooles Spiel. Nur leider ist das ja nicht das richtige Card Game.
Ja, das ist ja egal. Da bevorzuge ich das Wonderfall-Spiel. Ne, das machen wir auch irgendwann. Yay. Wenn ich mir aber schon wieder überlege, wie ich dann gegen Impfmon bzw. Bildsmon kämpfen muss, das ist so hart. Tamers? Ach so, ja, da gibt's natürlich noch so einen englischen höchstens halt. Den gibt's zu Adventure 2, Tamers und Frontier noch, der war von Tokyo Pop. Sowas gab's auch noch, genau wie die Cyber. Das ist aber chinesisch gewesen, glaube ich, aber die gab's auch englisch. Ja. Aber die sind so sau teuer. Ja, okay, gut, das wäre jetzt Story. Dakuto, wir haben hier Probleme. Du musst dann sofort zu mir kommen. Wer hat was gegen Hamster? Hast du überlesen gehabt? Das kommt davon, wenn du nicht auf den Chat achtest. Nee, was habe ich denn da geschrieben? Irgendwer hatte da vorher was geschrieben. Hamster mit Flügeln. Da Tenebrae hat da geschrieben, Patamon, dieses Hamster mit Flügeln. Ja, nun, es ist ein Hamster mit Flügeln. Für mich oder ist es ein Erdwerke. Also, wenn man in Digimon Rumble Arena 2 zu zweit spielt und wenn man ganz leicht den Stick bewegt, dann laufen die so richtig bescheuert. Und Patamon sieht da auch ziemlich bescheuert aus. Ey, nun, das ist Goblimon. Das ist nicht besonders intelligent. Was willst du davon erwarten? Was? Hier hat man den Burst-Modus übersetzt? Ich weiß... Also Rosemon ist BM, das weiß ich. Ja, hier, das ist eigentlich total sinnlos. Ja. Wie haben die das wirklich so übersetzt? Ego. So. Übrigens, das gleich sollte ein Fragezeichen sein.落ち着くんじゃ、ひまり。落ち着けるわけないでしょ。どんどん状況が悪くなってるじゃない。ひまり、縮もにやつ当たりしても仕方がない。いえ、むしろ悪い状況を正確に把握できた。むずさんのことじゃない。敵か、敵とか味方とか、そういう話ではないでしょ。ああ、そう。だったらここで、ひまり、ついてこないで。結局、 ああ、もう感情に振り回されると。そういう言い方はないんじゃないか。自分じゃどうしようもないことで。こう、いや、違うな。俺ももっと強くならなきゃ。 Wir reden übrigens deshalb nicht, wenn die reden, weil das wird ja auf YouTube hochgeladen und viele finden das störend, wenn im Spiel geredet wird und man dann selber redet. Deswegen wird das jetzt kurz eine Weile ein bisschen ruhig sein. So. 知らずのうちに私も気が立っていたの。いや、今あんたが行くのは逆。おい、ひまりの方を任せていい。私も。お前は留守番じゃ。これは子供扱いすんな。私も。ひまりを追う前に、お主にも実は BH プログラムの関数。そこまでは朗報なのだがな。子全員が陽性反応。 BH プログラムは潜伏型で、発症までには個体差があるよ。発症すれば、どうなるかは。事態の困難さが、そう。わしらは皆、いつ発症。お前さんたちのパートナーも、もはや一刻の猶予もない。なんと頼む。コータとヒマリを連れ戻し、 BH プログラムの。 Alles klar. ここ私からも恋願が。よいか。嬉しいな。ああ、とうだす。 Digimon, bei denen man sich anfängt, Fragen zu stellen? Zum Beispiel, ich habe sie jetzt vielleicht nicht ganz mitgekriegt. Ja. Ach ja, genau, wir hatten ja eine Digimail gekriegt. Ja, wir sollen jetzt quasi an Goromon helfen, wegen ihrer Partnerin und so alles.
Ja, Victory Greymon, das ist schon nett. Das Digimon gibt's auch schon länger. Das gab's auch in Decode und auch in Redigitize. Und es ist auch durch Digimon Next halt bekannt. Da taucht es auch auf, zusammen mit Seed Garurumon. Und es sieht eigentlich schon ganz cool aus. Seed Garurumon finde ich jetzt nur so lala, besonders das Grün. Aber Victory Greymon ist cool. Sollte auch mal im Anime auftauchen, finde ich. Ja, dann essen wir. Warte mal, welcher Tag ist denn heute? Donnerstag, na passt doch super. 50% Rabatt. Boah, das reicht schon. Das reicht zum Essen, aber es reicht nicht zum Sattwerden, war klar. Ah, gut, du bist satt. Du bist auch satt, ne? Gute Idee. Ja, gegen Medivir Digimon hätte ich auch nichts. Jetzt bin ich der Einzige von uns hier im Haus, der noch nichts zu essen hatte. Dann ess doch was. Nein. Hab ich was verpasst? Haben uns so ein bisschen unterhalten wegen Victory Greymon oder Medivir Digimon, dass das auch mal auftauchen könnte. Es könnten so viele Digimon eigentlich mal auftauchen. Nicht immer nur so die gleichen oder so. Ja, ich könnte jetzt irgendwas bei ihm kaufen. Manche Sachen sind gut, andere sind es weniger. Übrigens, als Info, weil es ja gerade wegen Victory Greymon geht. Victory und Seed gibt's beide. Hab ich schon gesagt. Ah, okay. Als ich Victory Greymon gelesen habe, war das das erste. Und im Digimon Twin gibt es die. Die hatten wir da auch. Da hatten sie sogar ihren ersten Auftritt. Nein, nicht ganz. Das war gleichzeitig mit Next. Ja, aber deswegen wurden sie ja. Ja, in Next waren sie aber gleichzeitig drinne. Ja. Also zusammen den ersten Auftritt. Das bezieht sich aber auch aufs Twin, weil in Next kriegen sie ja das Twin als Biggie Weiß auch am Ende. Ja, aber das tauchte in Next auf und dadurch kam das da. Deswegen so. Beides. Mann, immer so kompliziert. Frauen. Männer. So. Hatten wir jetzt überhaupt irgendwas freigekriegt? Oh ja, nichts. Gar nichts. Ich weiß auch so, dass Gatomon zu Angoromon und Lady Devimon werden kann. Ich weiß auch, dass ich an dem Gewicht ein bisschen feilen muss. Das ist mir auch bewusst. Ja, das sieht ja eigentlich schon ganz gut aus hier. Mach nochmal ein bisschen Stärke. So, wieder da. Ja, Daipenmon ist wirklich ein bisschen seltsam. Naja, vor allen Dingen das heißt Devimon am Stiel in Crosswars. Ich finde vor allen Dingen ein bisschen blöd, es ist ja eigentlich eine doppelte Spirit-Digitation, also ein A-Hybrid. Aber ich sehe da weder Kumamon noch Korrigakumon. Ah, wir werden immer mal wieder einen Stream haben, deswegen. Wir werden es auch auf YouTube dann aber trotzdem auch machen. Einige Parts exklusiv, damit die auf YouTube auch was von haben. Aber ich denke. Nächste Woche wahrscheinlich eher weniger, wird es kein Stream geben, weil auch mal ein bisschen... Also ich sag mal so, es kommt drauf an, vielleicht, aber dann wahrscheinlich nur Samstag und nicht Sonntag. Genau, aber je nachdem, wie Frau Lust hat. Danke. Ja. Als ob das immer an mir liegen würde. Ja, die Lust der Frau ist... Richtig. Ich sag da mal gar nichts zu. Auf jeden Fall guten Hunger an dieser Stelle übrigens. Ja, genau, von mir auch. Was ist auch immer hier? Brot wahrscheinlich. Oder auch eine Pizza vielleicht? Dann habe ich hier keinen Pilz essen. Spoiler, next order, Inhalte zum Pride Night. Was? Achso, nö. Ja, nun, wenn man Try nicht kennt, dann nein. Wenn man Try kennt, dann weiß man nur, dass es eine Sache gibt, die ein bisschen ähnlich ist, aber auch nichts Wichtiges. Aber das erwähne ich jetzt auch nicht. Eine Karte. Kannst du davon einen Screenshot machen und mir was schicken? Weil ich weiß gerade nicht, welche du meinst. Was wollte ich denn jetzt gerade machen? Ja, ich wollte eigentlich mal... Genau, das wollte ich nämlich zum Lagerhaus nochmal. Wollt ihr, dass ich... Ah, gut, ich soll euch loben. Verdammt, ich will auch eine Pizza. Das ist so gemein. Ah, okay, Lilimon ist noch das Dritte im Bunde. Na gut, weiß ich Bescheid. Also erstmal will ich das nicht haben und das packe ich auch erstmal weg und das packe ich... Ah, Fleischbock, ne? Bestes Fleisch haben wir gerade so viel, ne? Brauchen wir ja 20. Ja, die haben wir ja gerade auch. Du brauchst aber erst wieder ein Ultra mindestens. Ja, das ist mir auch klar. So doof bin ich nicht. Ja, aber auch. Das ist nicht so gut. Ja, ist ein typisches Sonntagsessen.
Kommt mir so bekannt vor. Ja. Nein, warte, will ich doch gar nicht. Mann, du blödes Tannemon, du stehst da immer richtig scheiße. Ich sehe überhaupt nicht. Musst du nicht eigentlich schlafen? In Walt war es ja besser, da haben sie sich ja eingepflanzt, wenn sie nichts mehr zu tun hatten. Das ist aber auch ein bisschen doof, ne? Ja. Ein Leben die ganze Zeit im Topf. Fleisch. Also. Ja, du hast Palmon gehabt, dann hat sich Tannemon in den Topf gesetzt, ja klar. Dann hast du noch Vegimon gehabt und dann setzte sich Palmon in den Topf. Hätte es noch Mega-Level gegeben, ne? Ja. Achso, ich hatte ja eben zu Gatomon zumindest, weil, ja toll, ich weiß jetzt, dass er Wargormon werden kann. Ach. Was? Nein, also, hat mir gerade geschrieben wegen Neo-Vamidemon. Ist ein Cross-Horse-Digimon aus dem zweiten Arc. Also, ja. Hat nichts mit Troy zu tun. Nee. Ist einer der 7 Death-Generäle. Die scheiße sind. Ja. An dieser Stelle, das sagt der Crossover-Spoiler, aber nein. Das ist kein Spoiler, weil man es gar nicht gucken braucht. Crossover war doch schon von Anfang an sich ein Spoiler. Man wusste schon in Folge 11, wie viele Folgen es gab und was wann vorkommt. Wann welche Code-Corn auftauchte, wann welche Memory zum Einsatz kam, welches Cross vorkam. Mehr Spoiler geht ja gar nicht. Auch. Wofür gibt es den Chat, wenn ich nichts sehe? Ja, weil sie wispert mich halt an. Steile Wort. Entschuldigung. Weil sie sagt halt nur, dass. Weil es heißt bei uns jetzt als Karte Neo Meotismon. Oi! Also es heißt, ja, es ist logisch, klar. Logisch, weil Vamdemon Meotismon heißt und die ganzen Formen auch, von Meotis zu Vamde zu Meotis. Deswegen heißt es Neo. Meotis halt. Da haben die Amis schon ein bisschen. Ja, wobei, naja, stimmt gar nicht. Was heißt, die haben schon weitergedacht. Die haben Fusion Arc 2 in Amerika ja auch. Also wird es wahrscheinlich auch so heißen. Es tut mir leid, Red Vedramon, aber ich habe gerade nur so das hier mehr. Deswegen gab's dafür zu viel. So, jetzt gehe ich hier nochmal hin. Ich brauche ein bisschen mehr Futter hier. Ah, siehst du, die wollen nochmal so gut werden. Das ist schon brav. Oh, da kann er Gunimon werden. Ja, Gunimon wird hier tatsächlich als Ultra gezählt. Warum auch immer? Eigentlich ist er für mich eher wie ein Champion, ne? Ja. Ja, ich hätte Gunimon auch sehr gerne, aber das wird wahrscheinlich nicht klappen. Wobei, ich könnte ja mal kurz gleich ins Dojo gehen und sagen, was er mir sagt. Ja, pflügen wir die Felder. Ich behaupte mal. Also wahrscheinlich TP, Angriff und Schnelligkeit. Spontan. Vielleicht auch Kämpfe. Ah, Gunimon hat man hier ja eigentlich noch relativ gut. Ich weiß nicht, wie das jetzt im Vita... Im Vita war es kein Ultra, glaube ich, oder? Ich weiß es gar nicht, aber... Ups. Buh. Ist mir dadurch aber auch einmal passiert. Ja, es ist schon ein bisschen doof. Naja... Hättest du jetzt sogar beide schon, jetzt dann hättest du den Flug... Ja, guck mal, passt doch, beide haben deine Verschönerung gekriegt. Tja. Ich muss übrigens sagen, in Digimon World war die Kacke auch noch braun, ne? Also ja. Davon abgesehen. Und in Digimon Championship war gar keine Kacke in der Ami-Version, da haben sie daraus kleine Datenkugeln gemacht. Gott, mein Gott, ist es nicht schlimm, ein so ein Fehler ist überhaupt nichts. Ich denke mir da nichts. Naja, gut, ich habe niedrig und niedrig. Also die Tendenz ist am meisten bei Mega-Kabuterimon. Naja, weil ich da auch schon ein bisschen was frei habe. Ah ja, jetzt hätte ich auch mal gucken können, was ist mit Gatomon? Ja, Gatomon ist irgendwie zu allem bereit. Ja, das ist doch schön. Oder nicht? Ich beschwere mich nicht. Ich bin mit einer Lilimon zufrieden, ich bin mit einer Angewomon zufrieden, ich bin auch mit einer Lady Devimon zufrieden, wenn sie Lady Devimon war. So. Ja, wie gesagt, ich könnte mal Geschwindigkeit testen. Also wie gesagt, ich weiß es jetzt nicht, wie das in der Vita-Fassung gewesen ist mit der Gunimon, aber ich glaube auch, dass das da jetzt kein Ultra war. Aber hier hat man es eigentlich gut gemacht, das ist ein Ultra, man hat es also mit eingebunden und wird ja dann zu Kaiser Greymon. Und das ist eigentlich ganz gut, anders als Omega Shoutmon, den man ja eigentlich so gar nicht richtig eingebunden hat.
Du kriegst Pilze, weil du brauchst weniger Gewicht. Es ist halt einfach so, wie es eben ist. Ach so, so. Du bist ein Dino, du brauchst Gewicht. Das ist auch ganz klare Sache. Ich weiß nicht, vielleicht noch ein bisschen Weisheit. Einfach ausprobieren. Reichen 600 Geschwindigkeit bei Vedramon? Red. Oh, ich denke. Red Vedramon. Eigentlich ist es schon verwunderlich, ne, dass sie das nicht auch als rotes Vedramon übersetzt haben. Oder gleich rotes V-Drachenmonster. Ja, okay, stimmt. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, ja. Weil Black Garurumon heißt ja auch Garurumon, Klammer auf, Schwarz, Klammer zu. Ja, aber Black Wargurumon, ne? Das ist total bescheuert. Also die wissen auch nicht so ganz, was sie wollen oder was sie nicht wollen. Jetzt wisperst du da nur noch rum und ich weiß gar nichts. Nicht groß, das, ich wispere gar nicht. Ich gehe mal raus aus der Stadt. So noch mal ein bisschen kämpfen. Weißt du was? Ich flirte mit anderen Frauen, weißt du? So paranoid bin ich auch nicht mehr. Nee, nicht mehr. Na und? Ja. Wir hatten eine Fernbeziehung, da darf ja wohl ein bisschen paranoid sein am Anfang. Was ist. Ne? Ach komm, so was hast du. Und du warst noch paranoid, als wir zusammenlebten. Vielleicht. Nein, es hielt sich ganz normal in Grenzen. Ist auch nicht anders als bei anderen. Denke ich doch. Was könnt ihr eigentlich lernen? Also, ja, Feuer, das ist gut, aber ich habe auch gute Erfahrungen mit dieser Attacke hier gemacht. Als ich Boltmann hatte, habe ich das auch gehabt. Bei mir selbst. Ja, deswegen du kriegst es auch. Kannst du mal ganz kurz nehmen? Wo willst du hin? Nee, einfach nur kämpfen. Achso, okay. Komm her. Oh Gott. Was? Sie hat aufgesprungen. Kotzt gleich. Nein. Na, dann hast du Pech gehabt. Dann nicht. Du wolltest so nett sein. Gatomon klingt schon ziemlich schrill. Na du? Und tschüss. Ich habe Fleisch bekommen. Schön. Es werden keine Fragen mehr gestellt. Ich kann nicht so beantworten. Das ist voll doof. Komm her, du doofes Nemo. Ja, ich muss ja wenigstens Ultra-Level haben. Ja, sonst kann man nicht viel machen. Wie gesagt, eigentlich würde ich ja jetzt einfach Tyrannomon holen. Theoretisch. Ich würde mich jetzt auch gleich eigentlich um das so Meikumon kümmern, aber ja, das eine ist die, wenn ich jetzt das eingesammelt hätte, wovor Shin mich ja ein bisschen unfreundlich gewarnt hatte, da kommen drei Pidomon und die sind jetzt nicht super stark, aber fürs Champion schon ein bisschen hoch halt, ne? Und ja, Tyrannomon, ihr wisst ja, ich muss dann über diese Brücke mit dem Charmamon und dann kommen wieder diese zwei Regimon mit diesem Woodmon und dann wollen die wieder kämpfen. Und ja, das ist halt scheiße. Vedramon hinterlässt ja aber auch voll die Sandspuren. Ne? Ja. Gatomon so eine kleine. Boom. Voll nah rangezoomt. Was war das? Achso. Sind die Materialien noch? Ja, du kriegst einen Fleischbrocken. Bitte sehr. Bist du glücklich? Ja, super. Und du kriegst einen Pilz, weil du darfst einfach nicht. Wie viel wiegt denn unser Gatomon? Ah, noch ein bisschen viel. 16. Ich glaube, es muss so unter 15 sein, ne? Ich glaube. Könnte auch unter 20 gewesen sein. Ich weiß es nicht genau. Ja, ich kämpfe hier gerade, weil das relativ einfach ist, hier bei dem kleinen Gebiet diese Digimon zu erreichen. Ja. Na Gary, wie soll ich denn Tyrannomon holen, wenn ich gerade zwei Champion habe? Außerdem hätte ich dafür Gilmon holen müssen, weil Gilmon kann zu Tyrannomon digitieren. Und wir hatten, beziehungsweise du hast Tyrannomon. Das habe ich ja schon erwähnt gehabt. Ja. Das wollte Tendumon, ganz eindeutig. Ja,
落ち着いてる。